Der Optimismus ist natürlich groß. Also ich traue meiner Mannschaft alles zu. Wir wissen aber auch, dass da ein Gegner kommt, der sich wehren wird. Und es geht jetzt darum, die Spieler in den bestmöglichen Zustand für Samstag zu bringen. Aber wir haben eine ganz normale Trainingswoche bis hierhin hinter uns und werden ja auch beenden und wissen um die Aufgabe, wissen um die Chance, wissen um die Risiken. Also die Voraussetzungen sind klar. Samstag 15.30 Uhr wird ein Spiel gespielt und danach wissen wir, in welche Richtung das für uns geht. Und die Richtung wollen wir natürlich und können wir auch selber bestimmen. Das ist klar, dass natürlich jeder Spieler auf diesem Niveau der Champions League sich weiterentwickelt. Und gerade wir haben ja immer wieder Spieler, die jung sind, die entwicklungsfähig sind. Und so macht natürlich dieser Wettbewerb, der größt zu spielende Wettbewerb im Vereinswesen, natürlich große Freude und fördert alles. Es fördert nicht nur die Spieler, sondern es fördert auch Verein in seinem ganzen Umgang, in seiner ganzen Wahrnehmung. Wenn wir dann eben dieses ganz große Ziel erreichen würden, dann würde es nicht nur sportlich uns gut tun, weil wir eben bei dem besten und international interessantesten Wettbewerb dabei wären, sondern auch, weil wir als Verein natürlich auch andere Möglichkeiten hätten, um über diese Krise hinwegzukommen. Und ob dann Spieler eine Wertsteigerung haben, ob dann irgendwann noch höhere Transfersummen gezahlt werden, bei allem Respekt, das ist gerade eine Thematik, die mich jetzt nicht so dermaßen interessiert. Also wir haben mit Raphael gesprochen und wir werden den Vertrag mit Raphael nicht verlängern und dementsprechend auch wegen Rafa natürlich dann eine besonders natürlich, dass er nochmal ins Stadion kommen kann und sich von den Fans verabschieden kann, weil in seinen 200 Spielen, die er für Gladbach gemacht hat, der Großartiges geleistet hat, er ein Stück weit ja auch ein Gesicht der letzten Jahre mit ist, mit den anderen Kollegen, aber er natürlich auch besonders und dementsprechend werden wir das dann nochmal nachholen, wenn dann wieder Zuschauer im Stadion sind.